Hallo Leute und herzlich willkommen zu Pokémon Omega Rubin in der Nuzlocke Challenge. Wir befinden uns gerade auf einer der Wasserrouten und die werden wir jetzt komplettieren. Route 107, hier haben wir einen weiteren Encounter. Du willst gegen mich kämpfen? Klar trete ich gegen dich an. Über die Encounter der letzten Folge sprechen wir vielleicht etwas weniger, weil, ja, okay, das war einmal ein Walmer, ist cool. Und ein Carpador, was zu einem Gyarados wird, ist auch sehr nice. Aber insbesondere über dieses Carpador möchte ich vielleicht, ja, ein bisschen weniger sprechen, wenn das okay für euch ist. Okay, es gibt Gründe, warum ich da jetzt nicht so drüber reden möchte und die hoffe ich, dass ihr die respektieren könnt. So, es gibt eines der Themen, oder ich habe mir ein Thema notiert, über das ich sehr gerne heute mit euch sprechen wollen würde, nebenher, während wir hier gegen schutzschildende Pelippa spielen. Und das ist der Release von Pokémon Unite. Ja, Flinkklaue, let's go, endlich triggert sie mal. Dankeschön, Marin. Und zwar wird das Ganze ja, wenn dieses Video am Dienstag kommt, wie es aktuell geplant ist, aber ich weiß ja nie, was so passiert, ne? Who knows? Keine Ahnung, vielleicht explodiert ein Vulkan in meinem Gesicht oder so und dann ist schwierig mit Dienstag hochladen. Aber ansonsten kommt es hoffentlich Dienstag und wenn dem so ist, dann kommt morgen ja Pokémon Unite raus. Gegen dich hatte ich keine Chance. Und da würde mich mal interessieren, was haltet ihr von Pokémon Unite? Habt ihr von Pokémon Unite überhaupt mitbekommen? Vielleicht ist es ja auch komplett an euch vorbeigegangen, kann natürlich auch sein. Schreibt es doch gerne mal rein. Schon mal von einer kleinen Stadt namens Fausterhafen gehört? Ja. Von genau da komme ich gerade. Aber ist okay, Denise. Ist in Ordnung. Ist so 5 Meter neben dir. Das wäre so, als wenn du durch... So quasi am Ortsschild von Berlin stehst und dann so... Hast du schon mal von Berlin gehört? Krass, oder? Heftiges Ding. Heftiges City. Warte jetzt. Pokémon Unite ist ein Spiel, auf das ich mich tatsächlich sehr freue. Als es damals released wurde, dachte ich mir so... Ja, okay, cool. Nice. Mega heftig, freue ich mich ja ultra drauf, ist genau mein Game, nicht. Aber mit der Zeit hat man sich so ein bisschen an den Gedanken gewöhnt erst einmal, dass ein Spiel dieser Art rauskommt, ne? Also in Richtung League of Legends und sowas, nur für Pokémon. Und mittlerweile muss ich sagen, habe ich da echt richtig hart Bock drauf, weil nämlich der Punkt ist, dass es ein Multiplayer-Spiel ist. Ah nein! Und jetzt könnte man denken, ja, aber hä, ist Pokémon doch immer... Und ja, irgendwo stimmt das vielleicht, aber meistens eher nicht so. Ich muss wohl eingeschlafen sein, als ich mich auf den Wellen treiben ließ. Happened. Denn, wenn ihr mal drüber nachdenkt, ist so Pokémon, was ist so Pokémon in den Hauptspielen wirklich Multiplayer? Richtig Multiplayer-freundlich. Also ja, man kann miteinander tauschen. Und ja, man kann auch gegeneinander kämpfen. Aber allein das Gegeneinander kämpfen hat sich ja in letzter Zeit auch schon hart verändert. Durch den 20-minütigen Timer in Pokémon Schwert und Schild zum Beispiel ist das Ganze ja eher ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen schlechter, ein bisschen weniger praktikabel geworden. Und selbst wenn man das alles so als Multiplayer sieht, was es ja letztlich ist, dann ist es immer ein 1 versus 1. Das Einzige, was da so ein bisschen rausfällt, ist quasi FFAs oder sowas. Oder 2 versus 2 Kämpfe. Aber das wird halt wirklich super, super selten gemacht, glaube ich. Und von daher würde ich die Pokémon Main Games schon zu 95% als Solo-Spiel sehen. Ah, ich habe verloren. Zeit für ein Nickerchen. Während Pokémon Unite, da kannst du ja zu 5 oder 6 spielen. Was halt super, super geil ist. Weil irgendwie hat das Pokémon gefehlt. Obwohl Pokémon immer so auf Family-Friendly und alle spielen zusammen. Und oh, guck mal, ich tausche dir das und du tauscht mir das. Ich habe mal so drüber nachgedacht. Irgendwie ist Pokémon für mich eigentlich gar nicht so krasser Multiplayer-Modus. Und deswegen ist das vielleicht echt geil. Wir kämpfen auch oft gegeneinander, Bruder gegen Schwester. Dabei verliere ich zwar immer, aber bei einem Kampf 2 gegen 2 kann ich auch mal einen Sieg einfahren. Wir zwei sind Bruder und Schwester und fordern dich zu einem Kräftemessen heraus. Dann let's go. Ich bin der Bruder meiner Schwester und die Schwester meines Bruders. Bei mir ist alles in einem. Mein Stammbaum ist ein Kreis, von daher ist es fair. Ne? Ihr seid Bruder, Schwester, ich bin Bruder, Schwester, let's go. Krebskorps. Weiß nicht, warum ich so entsetzt bin, aber der wäre geil. Den zu encountern. Den habe ich ganz vergessen, dass der existiert.
Ja, ich glaube, ich gehe hier erstmal eine Runde auf Silberhauch. Ich split mal meinen Attack-Move. Ich hätte wahrscheinlich Silberhauch eher auf Krebutag einsetzen sollen. Und Schlitzer auf Goldini, weil Krebutag, glaube ich, eine deutlich schlechtere Dings hat. Eine deutlich schlechtere Spezialverteidigung als Verteidigung, aber es killt trotzdem. Alles richtig gemacht. Gar kein Problem gewesen. Wusste ich, dass es killt. Wusste ich. Gar kein Ding, Mann. Gar kein Ding. Und das ist das Schöne, dass, wenn ich, also ich hoffe sehr, ich habe es nicht gespielt. Man konnte es ja in der Beta spielen, zumindest in Japan. Und über Umwege dann halt auch in Deutschland, ne? Nur japanische Version und sowas, glaube ich. Aber man konnte es spielen und testen schon mal. Habe ich nicht gemacht, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Aber ich hoffe wirklich inständig, dass mir das Spiel gefallen wird. Wow, du spielst echt in einer anderen Liga. Ja, du bist echt der Wahnsinn. Du kämpfst auf einem ganz anderen Level als wir. Dankeschön, bin ja auch schon Level 33, 34. Krass, oder? Heftig. Heftiger Boy. Wieso sind denn hier so viele Trainer? Das Meer ist mein Revier. Lass uns kämpfen. Ja, und das Schöne ist halt, dass man das zu 5 oder 6 machen kann und nicht nur zu 2. Also man kann es wahrscheinlich auch komplett alleine machen, logischerweise, und spielt dann halt mit Randoms zusammen. Und ich denke, dass das auch okay sein kann, aber gerade zusammen mit anderen zu spielen, also mit vielen anderen, ist halt so nice. Ich denke, insbesondere jetzt in meiner Bubble, in der Poketuber-Bubble, wenn man so möchte, ist das echt wild. Also wenn ich mir vorstelle, Downy, Present, Timo, Blocky, ich und Kusha oder sowas, ne, wenn es 6 Leute sind, ansonsten natürlich einer weniger, wenn es gerade 6 Leute waren, die ich aufgezählt habe, ich habe keine Ahnung. Bärenkräfte gibt es ja auch noch, aber ich glaube, das ist nicht sehr optimal für Stone-Chan. Ich habe mein Heimspiel verloren, der Schock sitzt tief, er sitzt sehr, sehr tief. Dann wird das halt einfach nur geil. Ich habe so Bock drauf, Mann. Also, keine Ahnung, schon die Dynamax-Abenteuer muss man dazu zählen. Die waren echt cool. Ne, die waren echt wirklich cool. Ist das jetzt einfach das Schild, dass wir hier auf Route 108 sind? Ja. Route 107. Ja, krass. Dass wir, wie viele, also dass das so aufgeteilt ist in 300 verschiedene Routen. Das ist ja crazy. Aber ja, dann angeln wir halt unseren nächsten Encounter für Route 108. Und Route 107 haben wir ja dann auch noch. Right? Krass, dass das in 1, 2, 3, 4, 5 Wasserrouten aufgesplittet ist. Das hätte ich nicht gedacht. Also das sind ja ultra viele Encounter. Wenn denn hier auch ultra viele verschiedene Pokémon mal auftauchen würden. Das ist nämlich der nächste Punkt. Der eher schwierige Punkt an der Sache. Und jetzt ist Kabuto wahrscheinlich wieder schneller. Nee, okay. Aber ich glaube, ich sollte trotzdem was anderes nach vorne machen. Ja, deswegen interessiert mich eure Meinung mal zu Pokémon Unite. Werdet ihr es probieren und seid noch skeptisch? Seid ihr schon komplett überzeugt oder wie sieht's da aus? Wir werden wahrscheinlich dann auch morgen, also am Mittwoch, den Release streamen. Vorher werden wir wahrscheinlich GPL schauen und danach geht's dann direkt rein in Pokémon Unite. Mit welcher Gruppe? Ich habe noch gar keine Ahnung. Ich bin gerade erst dabei, Leute zusammenzusuchen, weil es kann ja sein, dass beispielsweise Person X, Person Y bereits eine Gruppe hat, ne? Das kann natürlich immer möglich sein, deswegen kann ich dazu noch nichts sagen. Aber wenn ihr Bock habt, schaut auf jeden Fall gerne mal auf Twitch vorbei. Da dürfte es am Mittwoch dann sehr, sehr viel Action geben. Ich habe auf jeden Fall Bock. So, aber jetzt hätte ich auch Bock auf einen richtig coolen Encounter. So einen Krebskorps zum Beispiel. Aber ich glaube, das gibt es hier gar nicht zu angeln. Ach du Scheiße. Okay, ich würde sagen, wir setzen wieder einen Schnitt und mal gucken, ob wir hier noch irgendwie einen anderen Encounter finden. Ach ja, was mir einfällt. Wir haben ja Carpador noch gar nicht gefangen. Dementsprechend ist Carpador ja unser Encounter. Ich denke, das ist okay, wenn ich den jetzt fange, oder? Auch wenn ich gerade schon ein anderes Carpador hatte. Ich glaube, das ist sehr in Ordnung. Machen wir mal kein Auge drauf. Ja, true. Habe ich irgendwie komplett vergessen. Klar, den haben wir ja noch gar nicht. Von daher können wir den jetzt vielleicht einfach mal easy fangen und dann direkt weitermachen. Ja? Ja, sehr gut. Dankeschön. Mr. Klaus Carpador. Und für den brauchen wir natürlich wieder einen Spitznamen. War jetzt aber auch ein männliches, wie schon das andere, was wir nicht fangen konnten. Von daher weiß ich doch schon, was wir da geben können. So, was haben wir hier für einen tollen Pokédex-Eintrag von Carpador? Junge, wie derpy sieht denn dieser Skin hier aus? Auf dem kleinen Monitor. Carpador ist ein armseliges Pokémon, das nur platschen kann. Sein merkwürdiges Verhalten hat so manchen Wissenschaftler zum Forschen angeregt. Ja, das sehe ich. Carpador ist schon ein, interessantes Ding, muss man sagen. Was tatsächlich auch crazy ist, ist,
dass Pokémon so ein bisschen ins Meme-Game irgendwie gegangen ist, oder? Also, die waren schon eine Weile im Meme-Game drin. Auch Alola Kokowai und sowas ist ja sehr memig und ich glaube, das gab es schon immer so ein bisschen. Aber gefühlt ist es gerade irgendwie ein bisschen mehr geworden, weil es ja jetzt auch den Bidiza Day gab. Also es gab ja schon einen Carpados-Song vor ein, zwei Jahren oder sowas, der sehr... Kann ich eigentlich im Wasser angeln? True, das ging, ne? Wusste ich gar nicht mehr. Das hat mich sehr überrascht. Also dieser Carpados-Song, der war relativ funny, muss man sagen. Und dann zusätzlich dazu jetzt noch ein Bidiza-Day, den man serious rausbringt, wo dann ein fetter Song und ein Musikvideo zu Bidiza kommt. Und das ist halt so eines der... Also der langweiligsten Standard-Pokémon des Todes, die keiner leiden kann, so. Und dass sie dazu einfach so einen eigenen Day machen. Ich meine, wie viele Pokémon haben ihren eigenen Tag? Ich glaube, da gibt es nicht sonderlich viele. Ach komm, als ob ich die zu spät eingezogen habe. Wieso ist das manchmal so? Dass ich manchmal die instant einziehen muss. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, dass Bidiza einen eigenen Tag bekommen hat. Fiel mir gerade so ein, wo ich über Carpador als armseliges Pokémon nachdenken musste. Ich werde jetzt mal versuchen, mit der normalen Angel zu angeln, weil vielleicht, weil wir haben sowas wie Goldini noch gar nicht und Goldini wird es ja wohl hier geben, oder? Von daher probiere ich mal die normal Angel. Ach komm, scheiß drauf. Also ist mir jetzt auch egal. Ist mir zu blöd hier, dieses ganze Rumgeangel und dann kommt da am Ende nichts bei rum. Mein Traum ist es, in allen Meeren dieser Welt zu schwimmen. Let's go! Wir finden den All Blue. Here we go, Mr. Oswald. Ja, Oswald heißt auch irgendeine Schriftart, die ich gerne benutze. Fun Fact. Ja, gut. Dann machen wir hier mal weiter. Achso, wir können gleich Pokémon mal wieder wechseln. Jetzt fangen wir ja keine Pokémon mehr. Wenn sie auf... Wow! Bruder! Wie fucking bulky Tentacha einfach ist. Aber ja, sehe ich. Der tankt schon einiges, aber crazy. Ich glaube, wir haben immer noch den Expertengurt auf Perlen, oder? Dafür war das gar nicht mal viel Schaden. Naja. Ich weiß auch gar nicht, ich würde sehr gerne noch viel mehr zu Pokémon Unite erzählen, aber ich kann, glaube ich, gar nicht so viel erzählen. Außer, also, weil ich das Spiel halt nie gespielt habe. Ich habe so ein bisschen was gesehen und da hört es dann auch auf. Ich denke, Level 25er wird uns jetzt nicht sonderlich gefährlich werden. Boah, was bist du nochmal für ein Pokémon? Bist du Gift? Ich glaube, du bist Gift, oder? Von daher setzen wir mal unseren Stab dagegen ein. Let's go. Boah, das macht einfach gar nichts. Pudox! Das ist ein freaking Pelipper! Mach doch mal was! Der hat keine spezielle Verteidigung. Und du brauchst drei Hits? Drei? Du bist 9 Level drüber. Ich bin ein bisschen entsetzt. Angesichts dieser Problematik von Pudox Durchschlagskraft. But okay. So werde ich es niemals schaffen, meinen Traum zu verwirklichen. Man kann auf jeden Fall über die Pokémon sprechen, die da released wurden. Und was vielleicht noch so eine interessante Sache ist von Pokémon Unite, dass die Pokémon dort Skins haben. Was natürlich sehr spannend ist. Also in Form von Anzügen, Klamotten, die tragen. Ich liebe das Meer. Wenn ich schwimme, kann ich all meine Probleme hinter mir lassen. Und das ist tatsächlich interesting, weil ich immer gedacht hätte, wenn du Pokémon anziehst, kann es nur scheiße aussehen. Aber ich muss sagen, die meisten Skins finde ich echt cool. Also, die haben was für sich. Und auch das Spiel sieht an sich richtig clean aus. Und ich glaube, dass es richtig bocken kann. Und dann so abgeschlossene Runden zu haben und sowas, finde ich, glaube ich, echt ganz cool. Freue ich mich drauf. Der einzige Faktor ist halt wirklich nur, wird es mir Spaß machen, wird es mir keinen Spaß machen? Das lässt sich aktuell noch nicht so hundertprozentig abschätzen. Aber mal schauen, wir werden es herausfinden am Mittwoch. Wir werden es herausfinden und auf diesen Moment werde ich mich freuen. Weil das könnte dann auch mal wieder ein bisschen frischen Wind für Pokémon bringen. Und das ist ja generell das Crazige, ne? Dass wir so viele Pokémon-Spiele aktuell bekommen. Wir bekommen jetzt Pokémon Unite, wir bekommen dann im November, meine ich, bekommen wir ja schon die Remakes. Und dann bekommen wir im Januar bereits Pokémon Legenden Arceus. Und wir hatten dieses Jahr auch schon Pokémon Snap. Es stresst mich total, wenn ich verliere. Also ist ja ultra, ultra viel dieses Jahr. Und es ist irgendwie quasi jeden Monat irgendwas los. Es gibt noch irgendwelche anderen Sachen, die so anstehen. Aber ich weiß es gar nicht mehr. Mein Lügenbold von einem Freund meinte, mir würden Bikinis stehen. Ja, und du bist jetzt der Meinung, die stehen dir nicht und dein Freund hat gelogen oder was? Dein Freund kann auch eine eigene Meinung von Schönheit haben, okay? Vielleicht stehen die dir ja. Hä?
Du siehst immerhin genauso aus wie jeder andere auf dieser Route. Und auf der Route davor und davor und davor. Also, steht ein bisschen zu eurem Körper, okay? Ihr seid alle schön. Die innere Schönheit ist das, was zählt. Das, was wichtig ist. Und ich schlitz dich auf, Walmer. Weil ich will deine innere Schönheit sehen. Ich will die Gedärme sehen, wie sie aus dir hervorquellen. Und das mache ich mit meiner Flinkklaue. So, Flinkklaue Dunkelklaue. Das kann nur gut sein. Und damit ist der schon mal eliminated. Ja, was gibt's sonst noch so, worüber wir reden können? Wir sind gerade auf der See. Oh nein! Und wir haben vor langer, langer Zeit mal über Ängste gesprochen. Und, jemand hat auch darüber gesprochen, dass er Angst vor Welsen hat. Und ich glaube, darüber habe ich noch nicht geredet in einem der Parts. Und ich dachte mir so, hä, wieso denn vor Welsen? Ist Welsen die richtige grammatikalische Form? Hä? Jo. Das sieht ja nice aus. Aber die Welse können ja richtig groß auch werden. Das ist das untergegangene Schiff, ne? Das Schiffswrack. Sieht sehr wild aus. Der Ort spielt keine Rolle. Für uns Astrainer ist es nicht wichtig, wo wir trainieren oder kämpfen. Also die können so richtig übertrieben groß werden. Sodass die dich dann quasi in die Tiefe ziehen können. Und ich... Also ich wusste, glaube ich, dass die sehr groß werden können. Aber hatte das so mit Wels jetzt wenig in Verbindung gebracht. Und wir hatten zu Hause früher immer im Aquarium Welse. Und finde ich jetzt nicht so nett von dir. Weil ich bekomme jetzt bestimmt eine Fullpara. Aber meine Flinkklaue wird mich durchcarryen. Da habe ich gar keine Sorge. Aber dann würde ich mich ungern. Ja. Und jetzt Crit. Und jetzt Crit. Na gut. Beim nächsten Mal vielleicht. Und wir hatten die zu Hause. Und die sind halt dann, ja, relativ klein, sage ich mal. Aber dass sie so riesig werden können, ist crazy. Und dann verstehe ich natürlich, dass man vor denen Angst hat, wenn man da irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht hat. Selbst wenn man nur Videos von denen gesehen hat und dann letztlich in Gebieten ist, wo es diese großen Wälse gibt. Crazy. Also absolut crazy. Ansonsten haben wir ja bei Ängsten auch über Höhenangst gesprochen. Und da haben viele... Erstaunlich viele gesagt, dass sie keine Höhenangst an sich haben. Käfer gebrochen. Ja, nehmen wir mit. Dass sie keine Höhenangst an sich haben, aber so passive Höhenangst. Sprich, Höhenangst um andere Menschen. Also wenn irgendwer anders an der Klippe steht oder so, dass man Angst hat, dass der da runterfallen könnte. Und das ist sehr, sehr spannend. So, Schwalbus ist auch sehr, sehr spannend, weil wir schon ziemlich angeschlagen sind. Gehen wir mal rein in Krinias, würde ich sagen, weil das Schwalbus könnte hier auch ohne Probleme physisch sein. Und dann wird's für Kecleon, glaube ich, gar nicht so easy, das zu tanken. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant, weil ich das erstens auch habe. Ich würde sagen, ich habe so eine kombinatorische Höhenangst, bestehend aus drei verschiedenen Perspektiven. Die erste Perspektive ist meine eigene, dass ich selbst Angst habe zu fallen oder whatever. Ne? Wieso gehe ich eigentlich für Zauberschein? Aus welchem Grund? Es gibt keine logische Erklärung dafür. Das ist der erste Faktor. Der zweite Faktor ist diese passive Höhenangst um andere Menschen. Ne? Also, wenn die irgendwo stehen, dass man sich denkt, Bruder, Alter, wenn der jetzt falsch stolpert oder so, dann fällt der direkt runter. Und die dritte Sache ist, und das ist die ich schon mit am merkwürdigsten finde, dass ich ausgerechnet an diesem Ort verliere. Das ist, wenn ich Gegenstände in der Hand habe oder in meiner Tasche oder sowas und denke, diese Gegenstände werden gleich fallen. Also ich habe zum Beispiel, und das ist nicht unbedingt nur auf Höhe bezogen, sondern zum Beispiel auch, wenn man über eine Brücke geht, die übers Wasser führt oder so. Da habe ich jetzt nicht wirklich Höhenangst. Also es sei denn, die Brücke ist sehr hoch, dann vielleicht schon. Aber wenn die einfach nur so quasi übers Wasser geht, gar kein Problem. Oder über Gullideckel. Wenn ich, ne, so ein Gullideckel auf der Straße, wenn ich da drüber gehe, und da sind so ganz kleine Löcher, wo niemals ein Handy durchfallen kann. Und wenn es durchfallen könnte, dann müsste das genau perfekt fallen, dass es da reinfällt. Aber immer wenn ich dann rübergehe, dann verkrampfen meine Hände und ich denke mir, Bruder, das wird da jetzt einfach reinfallen. Das wird da jetzt einfach reinfallen. Seewoge Malvenfroh. Sieht sehr, sehr interesting aus. Wahnsinn, das ist ja riesengroß. Wow, und so schief.
Immer wenn du so durch die Gegend von Höhen streifst, am Surfen bist und dir plötzlich so ein richtig übermotiviertes Kind begegnet und dich einfach anschreit und du dir so denkst, what the fuck? Brother, chill. Und dann fällt dir irgendwann ein, du bist derjenige, der ihm seine Stimme verliehen hat. Und dann denkst du, hey, ich bin quasi ein Gott. Und so fängt es an mit den Überschätzungen, mit dem unverhältnismäßigen Selbstbewusstsein. Wahnsinn, bist du stark! Dankeschön. 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 Kannst du mir auch Gott nennen. Ist in Ordnung für mich. Ja, hier gibt's auch nochmal Pokémon, ne? Aber vielleicht gibt's auch auf dem Schiff welche. I don't know. Encounter? Tentacher. Ist die richtige Antwort auf diese Frage. Tentacher. Einfach nur Tentacher. Verpiss dich. Mach dich weg hier. Mach dich weg hier. Ich möchte gegen diesen Matrosen battlen. Ist es nicht einfach wundervoll, Natur und Technik so in Harmonie zu sehen? Ja, ob jetzt so ein halb untergegangenes Schiffswrack für mich das Symbol ist für Natur und Technik, die in Harmonie nebeneinander existieren, wage ich ein bisschen anzuzweifeln. But okay, ich mach mal kein Auge. Ah Mann, ich habe überlegt, soll ich für Felshof gehen, weil wir nicht mehr ganz so viele Schlitze haben. Hätte ich's mal gemacht. Hätte ich's mal gemacht. Aber hätte eh nicht gekillt. Von daher ist Felsgrab gegen Walmer aktuell immer der Play. Gut zu wissen. Wissen wir für die nächsten Kämpfe. Habe ich wahrscheinlich eh gleich wieder vergessen und drücke dann wieder aus irgendeinem Grund Zauberschein gegen neutrales Pokémon. Warum auch immer. Ah ja, und wenn wir bei neuen Spielreleases sind, waren wir ja gerade, zu Pokémon Diamant und Perle, wie heißen die denn auf Deutsch nochmal? Leuchtende Perle und schimmernder Diamant oder so. Wie geht's euch da mit den Namen? Könnt ihr euch die Namen gut merken? Ich finde sie irgendwie super schwierig. To be honest. Leuchtende Perle und schimmernder, chillernder. Ey, ich weiß es nicht. Shining Diamond und. Ich weiß es nicht. Nee, ich krieg's nicht hin. Auf jeden Fall gab's da ja ein Grafik-Update. Es sieht jetzt im Kampf selbst ein bisschen geiler aus. Und das finde ich gut, weil ich habe mich ja auch in diesem Let's Play, glaube ich, schon über die Grafik so ein bisschen beschwert. Und im Kampf selbst sieht es ein bisschen geiler aus. Mit der Overworld bin ich an sich ganz zufrieden, nur die Charakter finde ich jetzt nicht so mega geil. Ne? Guck mal, Kraftwelle können wir auch. Bam. Wobei, der hat gar nicht Kraftwelle eingesetzt, ne? Aber macht trotzdem fucking guten Schaden, killt ihn einfach. Nimmt mal mit, Mr. Cujo. Guti. Dich kämpfen zu sehen ist allerdings auch wundervoll. Dankeschön, Dankeschön. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Aber das ist in Ordnung. Ich glaube tatsächlich, dass Kecleon, by the way, ein richtig gutes Pokémon wird für den Arena-Kampf in Mosbach City. So. Okay. Sieht aber halt echt sehr, sehr cool aus, ne? Vor allem diese... Boah, nennt man das Mangroven? Wenn so Bäume im Wasser wachsen oder so? Oder ist das bezeichnen Mangroven... Eine Landschaft, die so aufgebaut ist. Auf jeden Fall sieht es sehr, sehr cool aus, muss man sagen. Oh. Ich dachte, jetzt würde so eine Sequenz kommen, so ein schwarzer Bildschirm und dann sind wir im Raum drin. Aber nein, wir sind... Man geht einfach nahtlos rüber. Das finde ich sehr cool. Hallo, bist du als Tourist hier? Ich bin einmal Mitglied des Naturschutzverbandes und für die Verwaltung dieser Anlage verantwortlich. Möchtest du irgendetwas über Seewogemaldenfroh wissen? Ja, was ist denn das hier für ein Ort? Diese Anlage diente einst der Zutageförderung von im Meeresboden gelagerten Rohstoffen. Doch aus diversen Gründen entschloss man sich zur Schließung der Förderanlage. Tja, die Abrissbagger standen schon in den Startlöchern, als die Ergebnisse einer zuvor durchgeführten Umweltstudie veröffentlicht wurden, die schwarz auf weiß belegten, dass Seewogemaldenfroh inzwischen ein einzigartiges Ökosystem beheimatete. Sämtliche Abrisspläne waren damit natürlich vom Tisch und die gesamte Anlage wurde zum Naturschutzgebiet erklärt, um dessen Erhalt wir uns nun kümmern. Okay, I see. Also dann haben sich da irgendwelche Lebewesen dran abgelagert, so irgendwelche Pflanzen oder sowas. Dann kamen die Tiere dazu und so wurde es ein eigenes kleines Ökosystem. Okay, akzeptiere ich. Was gibt's denn hier zu sehen? Die auffälligste Besonderheit von Seewogemaldenfroh, die jedem Besucher sofort ins Auge sticht, ist die windschiefe Ausrichtung des Gebäudes. Ich dachte tatsächlich, dass es ein Schiff wäre. Aber früher war das auch ein Schiffswrack, oder? Ich bin mir ziemlich sicher, dass... es ein Schiffswrack gab. Oder war das nie ein Schiffswrack und mein Leben ist eine einzige Lüge? I don't know.
Da es über lange Zeit schutzlos Wind und Wetter ausgesetzt war, wurden Teile seines Fundaments vom Wasser abgetragen, wodurch sich die Schieflage des Gebäudes erklärt. Schau dich hier in aller Ruhe um und sieh selbst, wozu die unbändigen Naturgewalten fähig sind. Doch gib bitte Acht, wohin du trittst. Außerdem möchte ich gerne deine Aufmerksamkeit auf die einzigartige Pflanzenwelt des schwimmenden Waldes lenken, die du nur hier und in der Umgebung von Moosbach City bestaunen kannst. Nirgendwo sonst. Ah, okay. Und also in Moosbach City sehen wir das auch nochmal. Und schließlich eine Sache noch. Das Innere der Förderanlage ist seit der Betriebsschließung nahezu unverändert geblieben, was für manche Besucher besonders interessant sein dürfte. Nö, dann hat sich alles geklärt. Okay, wir halten übrigens gerade eine Spendenaktion zum Erhalt von Sevo Gemalden vorab. Ein kleiner Betrag von 100 Pokédollar würde schon genügen. Also, was sagst du? Möchtest du spenden? Ich habe echt nicht viel Geld, aber ja, komm. Gönn ich dir, Mann. Gönn ich dir. Herzlichen Dank. Ich hoffe, wir können auch weiterhin auf deine Unterstützung zählen. Ist ja super cool gemacht wieder. Ich mag generell, ne, dass die so viel Informationen da wieder reinpacken, wie beim Museum damals in der Folge. Wo ich auch echt erfreut war letztens, als diese Rage-Folge rauskam im Rätselhaus, dass darunter stand, dass das die beste Folge war des Projekts bisher, zusammen mit der Museumsfolge. Und dann dachte ich mir so, Bruder, unterschiedlicher können ja zwei Folgen gar nicht sein. Aber sehr, sehr cool, dass die Museumsfolge auch im Nachhinein so viel Anklang gefunden hat. Aber auch sehr, 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 sehr cool, dass die Rage-Rätselhaus-Folge so viel Anklang gefunden hat. Dafür auf jeden Fall nochmal ein dickes Dankeschön. Und für heute soll es das, denke ich, auch gewesen sein. Wir sehen uns dann morgen, wenn alles klappt, wieder, wo wir die Sevo-Gemalvenfroh erkunden werden. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Ich hoffe, ihr auch. Vielleicht kriegen wir hier auch wieder einige spannende Informationen neben diesen, die wir schon erhalten haben. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da wieder mit dabei seid. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr wie immer gerne ein Däumchen nach oben geben. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.